Bei den Zweien ist mir ja der Spruch eingefallen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ja, und das stimmt nicht, wie man bei den beiden das sehen wird. Das ist jetzt Slow Motion des 22-jährigen Sultan. Ja, Araber kam vor 2 Jahren ungefähr zur Besitzerin jetzt, das Beistellpferd. Und da sieht man ihn, also er konnte nicht einmal gescheit an der Longe gehen. Es war wirklich ein furchtbarer Unterhals, ganz ein kurzer Rücken. Und das Longieren in Handarbeit war sowieso für ihn sehr, sehr, sehr seltsam. Und da habe ich jetzt, eigentlich wollte ich gar nicht lang Zügel machen, sondern das hat sich so ergeben, weil die kurzen Zügel nicht auffindbar waren in der Halle. Und ich habe halt ganz einfach die langen Zügel eingeschnallt, ein bisschen Handarbeit gemacht mit Kauen, damit er mal wieder den Hals fallen lässt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Zügelführung ist ja ungefähr die gleiche. Ich fange so ein bisschen an mit den normalen Zügeln, wenn ich mit Langzügeln anfange. Und das hat super funktioniert. Ja, er hat da wirklich doll drauf reagiert. Und das ist die Sequenz, wo ich ihn ganz einfach wieder ein bisschen lang lasse. Ja, also wo er sich quasi entspannen darf. Ich bin mit ihm sogar Seitengänge gegangen. Das war echt, echt spaßig. Wir haben so einen Spaß gehabt, alle drei, Pferd, Besitzerin und ich. Und wir werden das jetzt öfter machen, weil das ihm wirklich, wirklich Spaß macht. Also das macht mir richtig Spaß, also wie er sich runterdehnt. Ich bin dann immer wieder am Innenzügel dran. Man sieht das gut. Also es ist nicht mit einer Zäumung, also es ist mit einer Zäumung, die eben ohne Trense funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber ist auch völlig egal. Kann man mit Halfter genauso machen. Ja. Und da bin ich eben am Innenzügel, man sieht das eh ganz gut, damit er eben wirklich gerade bleibt und nicht über die Schulter schiebt, sondern wirklich das rechte Hinterbein gut nützt und drunter kommt und versucht immer die Nasenlinie zwischen den Vorderbeinen zu halten, ungefähr. Ja. Und da muss ich hauptsächlich am rechten Zügel sein und der linke natürlich, ich meine, das war absolut nicht gedacht zum Longieren, aber ich muss den ganz einfach rauslassen. Und daher ist das eben so entstanden, dass ich ihn quasi doppellonge ähnlich longiere, obwohl es eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war. Aber es hat ihm so Spaß gemacht und da waren wir dabei. Und er hat so viel abgeschnappt. Es war wirklich, wirklich so schön. Also von wegen, und er hat das wirklich noch nie gemacht. Also wir haben das echt nur das erste Mal gemacht. Das hat super funktioniert. Ja, es war so schön mit ihm. Ja, und das sieht man richtig und da kann er ganz einfach nicht mehr. Mache ich dann einen Schrittübergang, versuche ihn dann wirklich mit der Stimme einzufangen. Aber er ist so motiviert und möchte ganz einfach nur rausschieben. Ja, und das war für mich dann ganz einfach nicht mehr zum da Rennen. Also deswegen langsam, junger Mann. So, und hier haben wir mit der jungen Dame dann gearbeitet und wir haben es ganz einfach, also sie kam danach dran und wir haben es ganz einfach probiert. Die Gerte trage ich deswegen so, damit sie versteht, dass sie hinausgehen soll, also wirklich darauf achten soll, wenn ich welchen Zügelkontakt ein bisschen leichter mache. Also in dem Fall habe ich den linken angestellt lassen und den rechten ein bisschen leichter gemacht, dass sie eben hinausgeht. Sie hat das aber trotzdem immer missverstanden und deswegen tippe ich ab und zu ganz kurz Richtung Schulter, beziehungsweise habe ganz leicht angetippt, so wie jetzt, dass sie rausgeht und da hat sie es verstanden. Ja, also ich meine, sie ist 25, kennt das, hat das noch nie gemacht, ja, und das war wirklich so schön. Ist super gerade, ja, das wisst ihr, ist so ein bisschen so ein hypermobile, also hypermobil eigentlich, sehr mobil, hypermobil eigentlich nicht, aber sehr mobiles Pferd, man sieht sie an den Fesseln auch so ein bisschen. Ja, und da muss man wirklich darauf achten, dass die möglichst gerade bleibt, ja, damit sie sich nicht im Brustkorb verdreht. Und ging gut am Zügel, also hat wirklich super funktioniert und das hat ihr richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Und ich hatte natürlich da schon jetzt ein bisschen vorgearbeitet, auch mit den normalen, mit den Kurzzügeln natürlich, auch in die Richtung. Aber da hinten gehen, also das kennt sie nicht. Das war wirklich großartig. Wir haben mit ihr genau das Gleiche gemacht. Sie war super dabei. Ja, und da versuche ich an den Seiten, man sieht die linke Hand, wie ich den Zügel über die Gruppe lege.
und versuche das zu vermitteln und gut rechts nachzugeben, aber sie missversteht das und kann den Trab, den Seitengang noch nicht machen. Ja, ich habe das dann auch später noch einmal probiert, das ging halt noch nicht. Aber im Schritt hat sie es ganz gut gemacht und das war fein. Ja, ich war ganz einfach frech und habe sie im Trab dann auch versucht und das ging ganz nicht, ging ganz einfach nicht so richtig, aber ganz egal. Aber sie hat es super gemacht und schöner Übergang, ja, war wunderbar alles. Ja. Ich werde das einplanen.